Okay. Ja, wenn das so ist. Ah, shit. Verdammt! Okay, mach mal besser bis so. Der flog doch hier hindurch. Ja, geht gerade eben. Alter! So. Hilfreich. Halb geschafft. So, ab nach oben. Festgefroren. Das ist mir nicht geheuer. So. Nach 70 Meter, dann sind wir da. Inatut? Inatut! Hat er Schutz gesucht? Ich hoffe, das hat er. Da ist er doch. Fels. Das Nora-Mädchen? Bist du das wirklich? Oder sitzt die Kälte schon in meinem Kopf? Ich kenne die echten Mörder. Keiner muss mehr deswegen sterben. Nimm die hier. Kleidung eines Kaja. Bin ich nicht schon genug gestraft? Aber besser als nichts. Ich schwöre, ich sah dort schon meine Ahnen. Sie sagten, uns wundert nicht, dass du hier bist. Du solltest dich beeilen. Maschinen. Auch das noch. Das ist ein Ort.
Ja, das hätten wir. Sammeln wir doch den ganzen Scheiß hier noch auf. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Ja, das glaube ich auch. So, jetzt haben wir alles. Das war vielleicht ein Kampf. Deine Prüfung ist vorbei. Andere Banuk haben den Mann getötet. Deshalb, weil er ein Karja war. Weißt du, warum ich ihn schlagen wollte? Er hat die Ehre der Banuk in Frage gestellt. Die Ehre. Das habe ich gedacht. Na los, bringen wir dich zurück. Wenn ich unten bin, finde ich den Weg auch allein. Ich muss nur nachdenken. Daran bin ich gewöhnt. Wer weiß schon, was passiert. Dann sehe ich dich in der Stadt. Du musst dort ankommen. Okay? Ich verspreche es. Na, wer sagt's denn? Laut Banuk-Gesetz ist er unschuldig, wenn er überlebt. Aber ich will seinem Häuptling beweisen, dass er nie schuldig gewesen ist. Jo, dann gehen wir mal beweisen. Wobei, ich kann ja eigentlich auch per Schnellreise, wa? So, da sind sie ja. Inatut hat dir die Wahrheit gesagt. Das ist die Kopfbedeckung des Ermordeten. Du findest in einer Schlucht nordwestlich von hier noch mehr, auch die Leichname der Mörder. Das Exil erfüllte trotzdem seinen Zweck. Er war unseres Verdachts schuldig. Das Schicksal fiel wie Schnee. Und falls Inatut zurückkehrt, wird er freigesprochen. Das ist nicht dein Ernst. Er spricht für den Verak, meine Nora-Freundin. Du siehst lächerlich aus. Wenn du zu meinem Verak zurückkehrst, verhältst du dich wie ein Banuk. Wie verhält sich ein Banuk, mein Häuptling? Wie ich? Ein Urteil akzeptieren für eine Tat, die er nicht begangen hat? Oder wie die anderen, die kaltblütig für Verbrechen töteten, die ihre Karja-Opfer nicht begangen haben. Ich denke, was ich trage, macht mich nicht mehr und nicht weniger zu einem Banuk. Zu seinem eigenen Besten wäre es für ihn klug, weniger zu denken, Nora-Freundin. Ich spreche mit ihm. Aber nicht für dich. Gut, dann sprechen wir mal. Wo ist er denn? Da hinten. Ich widersprach dem Willen meines Häuptlings, verschmähte den Verak. Wie fühlst du dich? Wie nach einem Schlag in den Magen. Ich könnte einfach weitergehen. Aber wenn meine Wut verfliegt, bleibt mir nur noch nichts. Wo sonst soll ich hin? Du schuldest dem Verak nichts. Geh dorthin, wo du dich zu Hause fühlst. Vielleicht hast du gute Chancen. Du kannst für dich entscheiden, was es heißt, Banuk zu sein. Vielleicht ist es nicht das, was Häuptling und Schamane sagen. Ob du bei diesem Verak bleibst oder einen anderen findest. Ich bevorzuge Entscheidungen wie, ist eher links besser oder rechts. Du hast mehr zu bieten als deine Fäuste. Darum glaubte ich dir. Mein Häuptling brachte mir Ehrlichkeit bei. Sagte, ein Banuk ist kein Verräter, denn das Eis ist verräterisch genug. Ich bleib noch eine Weile sitzen und spreche dann mit ihr. Und du, Nora-Mädchen? Nimmst du mein Geschenk an? Ein bisschen mickrig im Vergleich zu deiner großen Gabe, aber... Ich bin geehrt. Danke, Inatut. Ich muss entscheiden, was ich Kupilai sage. Ein verlorener Zahn reicht.
Tja. So. Stufenaufstieg. Ich habe einen Punkt. Mit dem komme ich derzeit nicht sehr weit. Karte. Dann habe ich noch die zwei Türme, die ich erledigen muss. Ja. Dann würde ich einfach mal sagen, ich verreise nach hier. Mal noch kurz gucken. Ich glaube, ich habe hier Blauglanz gekriegt, oder? Reicht es schon für den nächsten Teil von dem Zeugs, das ich kaufen will? Outfits? Ja, es reicht. Ich rüste sie zwar nicht aus, aber ich will sie haben. So. Dann, melde ich mich wieder, wenn ich dort bin, beim Türmchen. Das zeige ich dann noch kurz, wie wir das Ding plätten. So hoffe ich zumindest. Sammeln unterwegs noch kurz die zwei Dinger ein. Drei Dinger. Und dann, ja, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, und da bin ich wieder. War ja klar, dass der hier gleich noch Ärger machen will. Komm her. So, jetzt ist Hunger hier. So. Ich habe als Blauglanz alles eingesammelt. Jetzt bleibt mir eigentlich nur noch hier das Türmchen, das eine und das andere. So, das wäre der eine gewesen. Überlegt, gesiegt. Ich habe beides. So, dann bleibt es ja eigentlich nur noch ab, nach da oben zu gehen. So, machen wir das mal so. Das machen wir natürlich mit Pferdchen.
einmal hier quer. Oh. Schnell genug. Doch, doch, ist schnell genug. Das passt schon. Die ganzen Lagerfeuer haben wir damit auch noch entdeckt. Da lang ist besser. Nicht vom Bockenpferd weitergehen. Ja, und hier geht's mit Klettern weiter. Okay, ganz in der Nähe. Hier draußen könnte man glatt vergessen, wie sich Wärme anfühlt. Ach, das geht schon. Komm da runter, du blöder Sack. So. Dann kann ich jetzt mal gucken, was da mit dem letzten Club ist. Noch kurz speichern. Dann kann es jetzt losgehen. Das ist jetzt ungünstig, so ein Ding. Mädel, bleib nicht stehen, renn. Komm schon. Hat gerade so gereicht.
die Fresse rein. Ich glaube, hier bei Klo bin ich drin. Okay, ich habe nichts gesagt. Es ragen Banuk-Speere aus seinem Rücken. Ich habe es offensichtlich nicht als Erste versucht. Jo, aber ich war die Letzte. Dämonischer Steinbrecher gewesen. Jo, dann, oh, Kiste. Sieh mal einer an. Sehr starke Modifikation. So, damit hätten wir diesen Teil auch. Dann heißt es jetzt eigentlich, ich glaube, ich habe nichts mehr hier, oder? Die Jagdgebiete kann ich natürlich noch abschließen. Ach komm, die Häuptlingsversion, die will ich schon, dass man die sieht.